Also eben, heute sieht es im Moment so aus. Die Schauer stehen da, man sieht es auch schon, wenn man rausschaut, über dem Zürich-Oberland, ein bisschen nördlich von uns, mit immer einer leichten Nordströmung. Die Strömung trocknet schon ab, es ist aber halt sehr langsam. Das staut da vermutlich ein bisschen an und es kann durchaus sein, dass einzelne Schauer durchkommen heute zu uns her. Wir hoffen, dass es morgen besser wird, aber wir müssen morgen auch wieder die Situation von der Piste anschauen. Wir hoffen, dass das Wasser abbringt. Skyside habe ich jetzt schon mal für Sonntag eingestellt und da sieht es vielleicht so aus, als dass wir PFD bis zu 300 bis 500 Kilometer hätten am Sonntag. Ja. Oben drei Flugsimulatoren stehen, dreimal Condor. Also wer Lust hat, doch fliegen zu gehen, können wir euch zeigen, wie der Simulator funktioniert und könnt gern am Simulator ein paar Tasks fliegen. Ja. Wenn wir schleppen, am Morgen früh schleppen wir meistens da irgendwo da hinten rein. Okay. Das ist so ein bisschen Ost, fast ja. Ja. Und natürlich, je mehr Mittag das es wird, desto mehr gehst du dann da an Südteil hin. Ja. Und gerade wenn wir jetzt von da, falls wir jetzt irgendeine Task hätten, wo du da überfliegst, oder, dann wird es wahrscheinlich schon gegen die Mittag oder bis nach Mittag. Und dann ist es wahrscheinlich eher noch Südzeit. Von Süden. Ja, dann, ich habe schon gehabt, dass es da vorne dann ein bisschen gewellt hat, aber das ist eigentlich auch, das gibt es recht selten, wenn es wirklich viel Südwind hat, dann ist meistens auch Feuchtigkeit da, wo es zustaut. Und das ist schon für die Wetterlage jetzt nicht so ein klassischer Ort, wo du vorbeifährst. Die gute Nachricht ist, das Drainagesystem funktioniert, also die zwei Seen, die gestern verbunden waren, sind heute deutlich auseinander. Also ich habe gestern nicht gemessen, bin nicht auf die Idee gekommen, aber es war gestern definitiv 20 cm Meerwasser mindestens. Ja. Also Tendenz für morgen ist, dass es vielleicht doch dann weg ist. Der Tag heute ist gecancelt. Macht euch einen schönen Nachmittag. Jetzt haben wir nur eine Frage fürs Abendessen. Wir haben zwei Zeiten zur Auswahl, 18 Uhr oder 19 Uhr. Wer ist für 18 Uhr? 1, 2, 3, 4, 19 Uhr? Okay, 19 Uhr. Mitteleuropa und bestimmt das Wetter in der Schweiz. Zudem wird mit Nord- bis Nordostströmung recht trockene Luft heute zu den Alpen geführt. Non, non, non. Parce que là, ça va porter longtemps. T'as compris très bas. Donc jusque là, tu vas arriver. Ok. Jusqu'à Chine de Lévis, puis okay. Probablement c'est là que ça va se gâter. Ok. Mais là, t'as presque surf, non? Ouais. Là, tu l'as. Oui, là, t'es dans ça. Après, tu vas juste voir. T'as fait 30 minutes et puis il faut encore une heure et demie. Und außerhalb der Bewölkung gute Sichtverhältnisse. Dann, was uns heute sicher beschäftigen wird, ist die Biese. Wir haben im Mittelland auf 2000 Meter 11 Grad, Wind aus 55 Grad mit 40 km/h und auf 1000 Meter. Was ist deine Strategie heute? Nicht rauslanden. Das ist heute mal vor allem wichtig. Okay. Ja, wie sieht es aus bei dir? Was ist die Strategie? Zuerst mal oben bleiben, dann schauen, ja, wie es aussieht, das Wetter, was man kann brauchen, wie man kann vorgehen kann. Es ist sicher keine einfache Bedingung heute. Wir haben es im Briefing auch schon gehört, tiefe Basis, sehr viel Feuchtigkeit. Sicher mit genügend Reserven fliegen, nicht allzu aggressiv drauf los, dann schauen, was es gibt. Schauen, was es gibt und wie zurückfliegen. Ja, so dass es heilangt. Also Auslandung heute möchte ich eigentlich nicht unbedingt riskieren, einfach weil die Felder sehr weich sind. Und ja, schauen wir mal. Où est-ce que je vais faire? Ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors, je vais partir là.
Après, je vais faire vite. Après, vite. Jusqu'ici. Et après, le plus vite possible jusque-là. Et ça fera 2 heures. Voilà. Mike, willst du noch etwas sagen zu heute? Ja, wir hoffen, dass es besseres Wetter gibt als am Abend. Dann machen wir einen schnellen Flug. Ja, schnell fliegen. Ja. Schnellen Endanflug. Genau. Sehr gut. Schön schnell machen. Das ist der 4. Tag der Regionalmeisterschaft. Wir haben endlich eine Aufgabe bekommen. Es ist ein sogenannter Area Task. Das bedeutet, man hat einen Kreis, sehr einen grossen Kreis von 45 km Radius und versucht innerhalb von diesem Kreis möglichst eine lange Distanz zurückzulegen und auch das mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit können zu machen. Ich bin absoluter Rookie, das ist meine erste Meisterschaft überhaupt. Ich habe einen Kurs gemacht vorher, um herauszufinden, wie das funktioniert, was sind Strategien, wie muss man vorgehen. Der Kurs ist 4 Tage gegangen und ich bin jetzt gespannt, was ich an dieser Regionalmeisterschaft für ein Ergebnis werde erfliegen. Meine Kollegen sagen alle, hauptsächlich wieder zurückkommen, es ist kein einfacher Tag. Es hat geregnet die ganze Zeit vorher, sintflutartig, es hat Überschwemmungen überall in den umliegenden Ländern. Und auch bei uns auf dem Flugplatz sind wir ziemlich unter Wasser gestanden, obwohl das nicht so dramatisch ist, wenn man sieht, was links und rechts alles passiert ist. Ich fliege jetzt an dem Hang entlang. Da ist das eine Wiese, die uns ein bisschen hilft. Wir haben 47 Stundenkilometer Wiese, aber ehrlich gesagt spüren wir nicht viel davon. Das heisst, es sollte uns eigentlich von diesem Hang lupfen. Da kommen wir zum Gleitschirm. Da fliegen wir ein bisschen rum. 100 km/h. Die Zwischenlandung in Wangenlachen. Es hat nicht wirklich da, dort, wo sie jetzt sollen. Der Himmel ist auch recht grau, muss man sagen. Wangenlachen, wie gesagt, der Armin Hühlimann ist schon da. Und wir machen kurz einen Stopp für eine Viertelstunde. Ja, nach der Landung bringen wir bitte die SD-Karten ins DBO. Ich bin dann wieder gestartet in Wangenlachen, bin wieder über die Startlinie geflogen und habe nochmal versucht, am Hang Höhe zu machen. Mit dem Ziel, vielleicht dann doch in den Kreis zu fliegen, wo der RE-Task stattfindet. Allerdings war der Himmel sehr überdeckt und es hat kaum eine thermische Entwicklung gegeben. Darum war es eher ein Abwarten, ob sich die Situation vielleicht noch verbessern würde. Im Grossen Ganzen war es fast eine unlösbare Aufgabe gewesen. Ohne Sonne, fast ohne thermische Entwicklung und mit einer Beise, die man kaum gespürt hat. Im Kurs vor der Regionalmeisterschaft hat Gabi Rossi dann auch gemeint, dass man eben Meisterschaften bei Wetter fliegt, wo man sonst nicht einmal das Hangartor auftun würde. Das war sicher so ein Tag gewesen. Ich bin gespannt, was meine Konkurrentinnen und Konkurrenten, die die Aufgabe auch geflogen sind, dazu meinen und was sie für Bedingungen angetroffen haben. Gegangen. Anspruchsvoll. Ja. Unpassibel. Wie ist dir gegangen? Ich kann alles geben. Hast du alles gegeben? Alles gegeben, möglichst ohne Verlust. Wie manchmal bist du gestartet? Zweimal. Wo bist du gelandet? Auf dem falschen Flugplatz. Ah. Ich bin zu Wangen gelandet, Wangen wieder gestartet, nochmal über die Startlinie. Disqualifiziert worden, weil du nicht darfst. Auf einen anderen Flugplatz starten. Oh, das ist aber schade. Das ist so. Aber wie war so dein Eindruck von heute?
mega anspruchsvoll. Also von dieser Wiese habe ich nichts gespürt, gar nichts. Gar nichts. Ein guter Task war oder eine falsche Entscheidung, die sie gemacht haben? Ich finde gut, haben wir eine Aufgabe gehabt. Finde ich auch. Das nach 3 Tagen am Boden. Dann sind wir wieder los. Und da hatte ich den Vorteil natürlich nicht warten müssen auf die Startlinie. Ich konnte den Motor abstellen und gerade kurz nachher Richtung Startlinie. Startlinie konnte ich mit etwa 14:30 ungefähr nehmen, also ziemlich optimal. Und dann Richtung Schindeleggi. Da hat es nicht viel gegeben. Dann David war retour von die Krete weiter südlich, hat mir gesagt, ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich fliege Richtung Irzell und auf die Krete Richtung Gütliberg. Da hat es ein bisschen getragen, also richtig steigen konnte man nicht, aber die Höhe konnte ich halten. Und ich bin mit 200-300 Meter über die Krete nachher Richtung Lindenberg geflogen. Und mitten im Tal hatte es einen kleinen Wolken. Auf 900. Auf wie viel bin ich angekommen? Vorher? Kurz vorher? Ich weiß nicht mehr. 850. Und dann ist wieder losgegangen Richtung Lindenberg. Im Norden hat man Sonne gesehen am Schluss von der Krete von Lindenberg und 2-3 kleinen Cumulus. Und, aber ich müsste dort ankommen, deshalb habe ich am Schluss von Lindenberg da bei den Raketen habe ich noch geübt. Und da könnte ich endlich nachher steigen. Es hatte Steigen 1 bis 2 Meter auf 1200, 1300. Dann bin ich Richtung Golten gegangen. Da könnte ich auch immer so zwischen 13 und 14, 1500 sein. Irgendeinmal hatte ich eine Stunde, dann habe ich gesagt, okay, jetzt umdrehen. Dann bin ich zurückgekommen. Ich konnte nie richtig steigen bis an den Cumulus. Und erst nachher bin ich da retour, nördlich von Lindenberg, und da habe ich gesagt, okay, da muss ich die 1700 machen, sonst habe ich keine Chance einzufliegen. Das habe ich plus minus gemacht, ich bin auf 1650 ungefähr abgeflogen mit 50 Meter Reserve Richtung Budwil und nachher über dem Tal. Da hat es wieder einen Fleck Sonne gehabt, ich habe gesagt, vielleicht kann ich die fehlende Höhe da machen, hat leider nicht gegeben. Dann im nördlichen Teil von Uetliberg hat es wieder early Sonne gegeben. Da habe ich gesagt, okay, doch, probiere ich noch einig. Da habe ich die kaputt gemacht quasi, wo mir vielleicht eine Chance am Hang hätte geben können. Und kurz nachher habe ich den Motor wieder gestartet, da wo es denn es gibt. Da habe ich die eigene Aufwind wieder gestartet und eingeflogen. Bise hat es fast nichts mehr gegeben an die Krete. Ich habe von da aus bis zu Hause habe ich etwa 300 Meter verloren auf Gleitpass. Also das Hang hat überhaupt nicht mehr getragen, nichts, null.